Da drinnen hängen ein paar Schlüssel. Da steht aber nicht, zu welcher Tür sie gehören. Ein altmodisches Möbelstück. Kristallkugel, Schmetterlinge, Fotos, Hirschkopf, Straße zur Mühle. Ah ja, Chaos. Wow, so unordentlich ist nicht mal mein Zimmer. Kein Kommentar? Fanny, du rostest ein. Eine rosa Flasche. Interessante Farbe. Trinkbar ist das bestimmt nicht. Wie du meinst. Ding, okay. Das ist ein Ding. Manchmal frage ich mich, warum Leute so schöne Tiere wie Schmetterlinge plattquetschen und aufhängen. Das ist Mord! Ja. Na, nun übertreib mal nicht. Oder hast du etwa Angst, auch so zu enden? Trottel! Elfen fängt man nicht und hängt sie auf. Jedenfalls nicht diese Elfe. Das muss ein Souvenir sein. Oder Valerius ist nebenberuflich Regentänzer. Ein riesiger Stapel ungeordneter Bücher. Krimis und Sachbücher über die Inquisition. Das ist eindeutig Valerius' Gebiet. Ja. Wenn Valerius ein ordentlicher Mensch wäre, lägen da oben drauf die Prozessakten von Kalas. Ist er aber nicht. Okay. Ein altmodisches Möbel. Manche Dinge sollten besser verdeckt bleiben. Junge, Junge. Laura hat mir ihre Haarsträhne geschenkt. Ich finde sie noch viel wertvoller als den Goldfaden, der eingeflochten ist. Dann würde ich sagen, nimm doch den Goldfaden und bind ihn mal da drum. Ich habe den Goldfaden aus der Strähne gelöst. Die stachelige Kastanie hängt jetzt am Goldfaden und lässt sich prima pendeln. Jetzt muss ich nur noch die Haarsträhne gut wegpacken. Wenn Laura sieht, was ich mit ihrem Andenken anstelle, wird sie mich sowieso auf der Stelle davonjagen. Ja. Doch, wird sie. Okay, was haben wir noch unter F1? Bernstein suchen. Puh, Melvin hat es tatsächlich geschafft, Laura bei diesem viel zu dick aufgetragenen Mitternachtspicknick für sich einzunehmen. Dank ihr darf er sogar in Valerius' Haus herumlaufen. Außer natürlich in ihrem Schlafzimmer. Hihi, das sollte er natürlich für sich nutzen. Okay. Dort oben ist Lauras Zimmer. Unerreichbar wie der Mond. Ich versuch's jetzt einfach. Ja! Jetzt sehen wir wenigstens was hier. Ein Schuhregal. Ich habe mich schon immer gefragt, wozu man sowas braucht. Schuhe schmeißt man doch einfach in die Ecke. Nein. Nicht, wenn man in einer Welt lebt, in der denn die Kobolde auftauchen und dir in den Hintern treten. Die Jungs können es einfach nicht ab, wenn Schuhe misshandelt werden. Schuhkobolde. Hat zwischen drei Schlüssel. Jagdhütte, Keller, Manufaktur. Ja. Wenn das so weitergeht, kriegen wir auch noch einen Schlüssel für die Stadt. So. Wow, so unordentlich ist nicht mal mein Zimmer. Aber, ja, das ist eindeutig gephotoshoppt. Sehr süßes Baby. Was haben wir hier? Das sind wahrscheinlich Renderings. Das ist Farida und dann haben wir zweimal Laura hier. Okay. Hier ist wirklich nichts. Sofa. Ach, die Küche. Ein altmodisches, kitschiges Plüschsofa. Aber sehr gemütlich. Die Suppenterrine könnte von meiner Oma sein. Und der Inhalt wahrscheinlich auch. Sieht ziemlich leer aus. Schickes Gerät, aber was soll ich damit malen? Einen Finger möchte ich jedenfalls ungern reinstecken. Sollst du ja auch nicht, du Torfnase. Hoffentlich überlebt die Mühle das. Das Gehirn ist klein gemahlen. Ich schätze allerdings, die Mühle hat's hinter sich. Naja, Valerius wird's verschmerzen. Okay. Die Tassen hat Valerius Familie bestimmt schon so lange weitervererbt wie ihr magisches Talent. Der Herd sieht aus, als hätte sich jemand an seltsamen kulinarischen Experimenten versucht. Laura war das bestimmt nicht. Die würde sich nicht die Hände schmutzig machen. Der Herd sieht aus, als hätte sich jemand... Notizzettel, dann machen wir zuletzt. Speisekammer, erstmal die Spüle hier.
Eine saubere Spüle. Ob Valerius einen Potzblitzzauber da reingeworfen hat? Okay, Notizzettel. Das scheint eine Notiz von Valerius zu sein. Keine wichtigen Unterlagen mehr beim Kochen lesen. Er wird schon wissen, warum er das da aufgehängt hat. Oh, da bin ich mir absolut sicher. Na, dann versuchen wir es mal in der Speisekammer. Kartoffelsack. Die Prozessakte. Das sind tatsächlich Carlas Prozessakten. Wie kommen die denn ausgerechnet hierher? Valerius muss ganz schön verkalkt sein. Tja, da hilft nur Kalkon. Wobei, wenn man kein Kalkon hat, hilft auch Essig oder Zitronensäure. Mit Zitronensäure in Pulverform kriegt man übrigens wunderbar fugensauber. Aber nur so eine Notiz am Rande. Eine furchtbar kitschige, altmodische Karaffe. Aber gut, wir haben die Prozessakte gefunden. Die hätte Valerius im Leben nicht wiedergefunden. So, jetzt liegen die Prozessunterlagen endlich da, wo sie hingehören. Wenn Valerius sie da nicht findet, muss ich als nächstes Rätsel bestimmt einen Blindenhund auftreiben. Ich wette, der Prozess geht bald los. Jep, jep. Jetzt würde ich aber erstmal sagen... Wozu soll ich das hier benutzen? Das ist kein Wasser in der Nähe. Okay, haben wir hier irgendwo Wasser in der Nähe? Da war ein Brunnen. Oh, probieren wir's. Schade, dass wir nie herausfinden, was hier unten abgeht. Wozu soll ich das hier... Ah, Hammer und Meißel. Das ist ein gut bestückter Werkzeugkoffer. Ich sehe sogar einen Meißel mit passendem Hammer dazu. Hallo, Jorok. Was machst du hier? Störe mich nicht beim Putzen! Ist ja gut. Könnte ich mir eventuell Hammer und Meißel aus dem Werkzeugkoffer ausleihen? Nein, wird er nicht. Junge, schau mir mal tief in die Augen. Was siehst du darin? Verzweiflung. Sanftmut, Entgegenkommen und die Bereitschaft, mir dieses Werkzeug auszuhändigen. Junge, du brauchst keine Brille, sondern einen blinden Hund. Wo wir wieder beim Thema wären. Ich bin dann wieder weg. Nein, wir haben aber an der Lichtung Wasser gehabt. Okay, okay, tut mir leid, es hat ein bisschen gebraucht. Bin übrigens schon am Überlegen, was ich als nächstes spiele. Einfach mal so, Siberia würde mich unheimlich anmachen, ich weiß aber nicht, ob ich das einfach darf. Bei Black Mirror gibt es das Problem nicht. Mal gucken, eins von beiden wird es schon werden. Hat schon gezittert, ich hab's gesehen. Oh, oh. Hey, hier schlägt das Ding aus. Hier muss es einen Bernstein geben. Genau unter diesem Felsbrocken. Dass er sich in diesem Felsbrocken befindet, ist rein logisch betrachtet unwahrscheinlich. Und wie logisch ist es, dass du dich in einer fremden Welt herumtreibst und Bernsteine suchst, hä? Naja, finde erstmal einen Weg, um an den Bernstein heranzukommen. Der Felsbrocken sieht sehr schwer aus, den musst du wohl zerlegen. Hammer und Meißel. Das sabotieren und den Bernsteiner aus dem Stein hauen. Okay.
Widderhornpulver. Ich habe mal... Ich meine mich zu erinnern, dass man damit solche Sachen unglaublich gut, also so Statuen sauber kriegt. Aber ich kann mich auch irren. Wir haben jetzt auch bald 1 Uhr. Ich muss langsam mal offline gehen. Ja, mein Hirn ist bereits Mousse. Da hätten wir dann unseren Spezialfreund hier vom Anfangsding. Warte mal, hier. Guck, den hier. Den habe ich ja auf meinen Thumbnails drauf. Wo kommt denn der her? Willkommen bei Norgels Neu- und Gebrauchtwarenhandel. Was kann ich für dich tun? Neu- und Gebrauchtwaren. Mhm. Wer bist du? Sagte ich das nicht? Gestatten? Norgel, der beste fahrende Händler diesseits des Zauberwaldes. Ja, der bin ich. Ich träume nicht. Bist du ein Wichtel oder sowas? Hey, nur weil ich kleiner bin als du, bin ich noch lange kein Wichteck. Es kommt auf die innere Größe an. Und davon besitzen wir Kobolde sehr viel. Merkt ihr das? Also ein Kobold, okay. Bist so grün. Oh ja. In der Tat habe ich diese herrlich gesunde Hautfarbe, nicht dieses kränkliche Rosa, mit dem ihr Menschen euch herumplagen müsst. Es ist schon ein gutes Gefühl, nicht wie ein richtig durchgebratener Schweinebraten auszusehen. Was verkaufst du hier? Nun, in meinem Sortiment befindet sich neben allerlei herausragenden Neu- und Gebrauchtwaren mein einmaliges, hochmagisches, nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen erzeugtes Wunderelixier. Sowas kriegt man hier doch bestimmt in jedem Magieladen. Du hast doch keine Ahnung. Dieses Mittel kann alles bewirken. Probier es nur aus. Hier hast du eine Warenprobe. Probier es aus und du wirst überzeugt sein wie Millionen Kunden zuvor. Und was kann ich damit nun machen? Alles. Na gut, fast alles. Es wirkt nachweislich nicht als Schutzzauber gegen Volksmusik, aber sonst hilft es gegen alles. Drachenodem, Vergiftungen, Inflation, Pest, Weltkriege, Vogelscheiße und überhaupt alles. Er muss dann mal weiter. Spezialreinigerprobe. Oh, Jorok, wer ist da an dem Tausch interessiert? Es ist schön, in den meisten Fällen, wenn ich hängen bleibe, serviert mir das Spiel die Lösung auf dem Silbertablett. Ich liebe es. Immer noch das Potenzmittel drin. Schön, wie er außen rumgeht. Ich hätte hier eine Wundertinktur, mit der kannst du die Statue sicher wesentlich schneller reinigen. Ach, lass sehen. Das ist ja nur eine Warenprobe. Hey, das Zeug ist großartig. Nee, ich meine, es ist nicht schlecht. Je, wieso bin ich plötzlich so euphorisch? Ich muss das unterdrücken. An der Stelle ist die Statue ja recht sauber geworden. Fast wie neu, um genau zu sein. Hast du noch mehr von dem Zeug? Ich nicht, aber der Händler auf dem Rathausplatz. Ich sollte mal mit ihm reden, ehe er dieses Zeug irgendwelchen Hausfrauen andreht, die damit ihre Latrinen polieren. Tja, Babusch, man sieht nur noch eine Staubwolke. Ich wusste gar nicht, dass der Typ so schnell rennen kann. Tja, Hammer und Meißel. Okay. Ich nehme den Hammer und den Meißel mal mit. Mal schauen, wofür ich es gebrauchen kann. Also wir machen noch zwei. Wir machen jetzt die Zeitmaschine fertig. Das heißt, wir hauen den Bernstein aus dem Stein. Wir holen Kallas aus dem Kerker. Wir lassen das Ding schleifen. Und dann mache ich eine Aufnahmepause. Denn langsam werde ich geistig. Die Statuen sehen ja wirklich aus wie neu. Die Wundertinktur wirkt ja absolut durchschlagend. Hoffentlich hinterlässt das Zeug keine bleibenden Schäden. Hey, Jorok hat sogar eine Flasche von dem Zeug rumliegen lassen. Hoffentlich trinkt niemand dieses Killergebräu aus. Die Flasche mit der Wundertinktur hat Jorok sicher vergessen. Ich nehme sie einfach mal an mich. Das war so zwar nicht geplant, aber in einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.